Ja, weil das mit der Maus, das geht mir manchmal, das ist extrem doof, wenn man gerade PvP spielt. Weil, ja, hat man vielleicht zum Beispiel jetzt den Bogen in der Hand und dann kann man nicht rüber scrollen zum Schwert, wenn man es brauchen würde. Das ist wieder, das ist doof. Ja, man merkt gleich den Unterschied also zwischen Steinspitzhacke und Eisenspitzhacke. Das merkt man gleich. Geht viel besser. Ja, das ist jetzt das zweite. Also, jetzt noch nicht, aber bald das zweite Special hier in diesem Let's Play. Das Weihnachtsspecial, das zweite. Ja. Müsste ja dann eigentlich schon über ein paar hundert Folgen haben, aber ja, es war halt. Ja, wie gesagt, ich hatte dann eine Zeit lang keine Lust auf das Projekt. Aber es ist ein Unterschied, wenn man jetzt alleine auf dem Dota 2. Ja, gut, das ist jetzt klar, dass es ein Unterschied ist, aber es ist auch für mich bisschen ein Ausgleich, sagen wir es so, weil hier kann ich reden, was ich will und muss keine Rücksicht nehmen, obwohl mich das auch nicht stört. Aber das ist so ein Projekt hier, wenn ich alleine aufnehme, also wenn niemand akustisch dabei ist oder auch so dabei ist. Ups, Entschuldigung, da kann ich richtig runterkommen, kann ich alles reden, was ich will. Das ist halt der Vorteil hier. Ja. Gut, jetzt würde ich sagen, holen wir dann mal. Was ist jetzt wieder? Wir machen den Stack hier. Den machen wir jetzt doch voll. Und dann werden wir vermutlich. Warte mal, ich muss was essen. Dann werden wir mal die Steine holen. Achso, ich hätte hier eine Werkbank. Ach, egal. Die kann ich ja da lassen. Weil es ist immerhin hier die Schlucht. Was wollte ich jetzt sagen? Ja, wir werden die Cleanstones dann holen. Wir werden die mal verteilen. Und dann. Scheiße. Scheiße! Und dann fangen wir mit dem Cobblestone an. Ja, so schnell ist Eisen weg. Gut. Da, schon fertig. Boah, das ist langsam. Wie lahm ist denn das? Und wir sollten dann auch bald beginnen, mal die Farm nicht abzubauen, aber zu ernten. Also jetzt, ich meine jetzt, ja, da drin auch im Gewächshaus, aber in der neuen großen Farm. Weil. Das passt dann irgendwie nicht, wenn da im Winter Weizen angebaut wird. Das wäre ein bisschen doof. Also, okay, gut. So. Einen halben Stack, glaube ich, haben wir noch, oder? Ah, nö. Ups. Wie merke ich, habe die Wettersonne aus, weil die mag ich überhaupt nicht. Also ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach wieder an mit der Erde. Das war klar. Einmal nicht. Und hier hinten im Garten. Ja, keine Ahnung. Werden wir wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr so großartig was bauen. Ich glaube immer durch den Shader hier, weil hier ja Pfützen entstehen, ich glaube, ich fall da gleich runter. Manchmal sieht das aus wie ein Loch. Tja. Ja. Was könnte ich euch denn so erzählen? Von der Berufsschule
wird dieses Jahr höchstwahrscheinlich kein Video kommen wie letztes Mal. Das war ziemlich am Ende dann eigentlich. Also von der Berufsschule. Am Ende. Ich schätze nicht. Also ich glaube nicht, dass ich eins machen werde. Weil einfach, ja, keine Ahnung. Ich habe keine Lust dazu. Was ist denn jetzt wieder? Ja, Leute, es tut mir leid. Ich sagte mal, also laufen. Ich mute mich mal kurz. Gut. Ich hoffe, er hat aufgehört. Also er hat aufgehört, aber ich hoffe, es bleibt so. Ja. Und dann. Sehe, zum Glück habe ich die Schaufel gemacht. Also es wäre praktisch, wenn man irgendwie so eine so Crafting Table immer bei sich hat, also den man irgendwie durch eine Taste öffnen kann, das wäre noch geiler. Ah ja. Wir arbeiten bei Sturm und Wind und bei Regen. Schneit's bei euch eigentlich schon? Bei uns nicht. Ein paar Mal wurde im Wetterbericht schon gesagt, dass es schneien wird, aber ne, wir konnten nichts. Es regnet nur. Tja. So eine Session habe ich auch schon lange nicht mehr alleine gemacht. Also ich kenne nochmal solche richtigen brutalen Sessions von damals im Let's Play Together. Ich glaube, da gab es sogar mal Zeit, wo wir 2 Stunden am Stück aufgenommen haben. Das kam da auch mal vor. Aber das ist jetzt nicht mehr so. Da könnt ihr den Nick fragen, weil es ist oft so, da nehmen wir was auf und dann sag ich oft, ich habe jetzt überhaupt keinen Bock mehr. Aber ja. Das kann ich jedem sagen. Jeden YouTuber oder also der noch recht am Anfang ist, oder generell, nehmt nie auf, wenn ihr keine Lust dazu habt. Nehmt nie auf, wenn ihr jetzt sagt, ja, ich muss es aber bringen. Nehmt dann auf, wenn ihr gerade Lust darauf habt. Weil sonst ist das Video auch nicht gut. So. Jetzt müssen wir das irgendwie anders machen, und zwar so. Gut. Jetzt. Now. Und das noch. Und hier auch. Das noch. Gut. Jetzt werden wir hier das noch ein bisschen einsammeln. Dann könnten wir rein theoretisch hier schon beginnen. Der Regen gehen wir mal schon ein bisschen. Ja, wir werden jetzt immer solche kleinen Felder hier füllen mit Cobblestone. Das wird jetzt. Aber es, ja, es ist ein bisschen Arbeit, aber es wird schön. Ja, ihr habt ja dann eigentlich schon in einer Woche, beziehungsweise wir alle, die dieses Let's Play anschauen. Ich bin ein bisschen müde. Und zwar das Texture Pack. Wird wahrscheinlich wieder das gleiche von letzten Jahr sein.